Sie sollten ganz normal so einen Bericht machen über die Salafisten. Und nicht irgendeine bescheuerte Doku über irgendwelche Moscheen. Mit dem Quatsch kann keiner was anfangen hier. Wie lange sollen wir uns das eigentlich noch in Deutschland beten lassen? Es ist Zeit, diesem Trauerspiel ein Ende zu setzen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Auf der Suche nach sich selbst. Du scheinst wohl nicht zu wissen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Die Ungläubigen haben uns auf uns abgesehen. Die wollen uns unterdrücken. Das lassen wir uns nicht bieten. Es wird vermutet, dass hinter der Zelle ein gewisser Paul Vogt steckt. Islam ist eine Religion des Friedens. In einem Land voller Vorurteile. Weißt du, was ich alles opfern müsste, um bei den Extended Source mitzumachen? Oder diese Welt ist eine Lüge. Er ist ein Maulwurf, dieser Scheitan. Versuchen zwei Brüder auf unterschiedlichen Wegen. Und mein Mann ist kein Terrorist. Ihre Identität zu finden. Zurzeit stehen wir alle in den Medien ganz groß. Was soll ich noch tun, um in diesen Club reinzukommen? Ich verstehe es nicht. Wie kannst du mit solchen Leuten arbeiten? Der Einzige, der mich töten kann, ist Allah. Du weißt doch, dass sie ihre Frauen schlagen und respektlos behandeln. Hast du noch nie davon gehört? Verräter. Jeder Mensch macht mal Fehler. Alles kann von heute auf morgen vorbei sein. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich dabei um einen islamistischen Terroranschlag handeln soll. Habe viele muslimische Freunde und Bekannte. Die sind keine Terroristen. Es war nicht leicht, im Ghetto aufzuwachsen. Heute ist Zahltag, Junge. Du hast noch etwas, was uns gehört. Wenn du keine Hoffnung mehr siehst. Tech Limit. Director's Cut. Mit 12,6% ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Nach wahren Ereignissen. Demnächst.